Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX. Heute geht es nochmal um Physik, logischerweise, denn wir haben letztes Mal damit angefangen. Und zwar wollen wir heute mal hier ein bisschen dran rummachen. Bei Key Down, wenn wir links oder rechts drücken, passiert einfach gar nichts, was nicht so geil ist. Denn langsam aber sicher schwebt unsere arme Figur einfach mal aus dem Nichts heraus. So, wir sehen es. Sie schwebt immer ein bisschen tiefer und ist ein bisschen doof. Wir können sie nicht mehr steuern. Selbst wenn ich jetzt hier rechts oder links drücken würde, das Einzige, was passiert, ist, die Figur switcht. So, deswegen wollen wir hier ein bisschen was machen und damit es möglichst einfach geht und wir nicht abfragen müssen, fliegt sie gerade runter oder befindet sie sich auf dem Boden oder sowas, machen wir was anderes. Wir sagen einfach, also das mit dem Boden abfragen müssen wir trotzdem noch machen, keine Sorge. Sonst fliegt sie, wenn wir nichts drücken, immer noch weiter runter. Aber wir können hier einfach mal eingeben, wenn sie nach links geht, naja gut, dann soll halt ein bisschen Kraft angewandt werden und zwar nach links. Und das geht folgendermaßen. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, sie fällt gerade runter. Und dabei kann man ja vielmals auch die Figur noch steuern, so ein bisschen zumindest. Und deswegen sagen wir hier, Input nicht. Wir wollen den Body verändern. Body.set. Und jetzt habt ihr hier extrem viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch da gerne mal durchgucken. Wir werden heute nur zwei benutzen. Und zwar diese Set Linear Velocity und die Set Angular Velocity hier oben. Da. Hier, wir fangen hiermit an. Wir wollen ja, dass die Figur nach links geht. Okay, was machen wir also? X nach links, das bedeutet, wir haben hier Minus und... Ach, komm schon. Wieso verliere ich denn wieder meinen Fokus? Minus 100 und nach Y soll bitte nichts passieren. Wobei doch, sie soll immer noch ein bisschen fallen, weil sie fällt ja gerade runter. So 10 oder sowas wäre nicht schlecht. Gut. Und damit können wir sagen, okay, wir sagen der Figur, sie soll jetzt nach links verschoben werden. Selbiges machen wir bei rechts, nur dass wir hier eben dann plus 100 machen. Und das Ganze sollte ein Float sein, das habe ich gerade vergessen, deswegen schreiben wir hier überall noch ein F hinten dran. Okay, starten wir einfach mal kurz und schauen uns an, was jetzt mit der Figur passiert. So, wenn ich jetzt rechts drücke, dann sehen wir, jedes Mal, wenn ich rechts drücke, fliegt die Figur ein bisschen weiter, aber es sieht irgendwie so nicht linear aus. Aber nach oben geht immer noch nicht. Deswegen müssen wir hier noch ein bisschen nach oben einfügen. Und deswegen sagen wir hier einfach if keycode gleich keys.up. Dann wollen wir eine Velocity nach oben haben. Das erlaubt uns sozusagen Double Jumps. Wir müssen hier unbedingt noch abfragen, also ihr solltet vor allem das machen, ich werde das hier nicht mehr machen, ob ihr rein zufällig gerade dabei seid, eure Figur fliegen zu lassen oder ob sie schon zweimal gesprungen ist oder ob sie nur einmal gesprungen ist oder ob sie gerade am Runterfliegen ist, dann solltet ihr das hier ausschalten. Also nur falls das nicht der Fall sein sollte, dann kann sie runterfliegen. Aber das sind so Logiksachen, die braucht man natürlich, wenn man Spiele programmiert, immer irgendwie ein bisschen. Aber da wir hier alles nur ausprobieren wollen, werden wir das hier nicht so ausführlich machen. Okay, also wir haben jetzt der Figur ein bisschen Velocity nach oben gegeben. Das heißt, wenn ich ihr jetzt nach oben sage, dann springt sie immer so ein bisschen, aber ich kann es natürlich ganz, ganz lange und ganz, ganz oft drücken. Jedes Mal, wenn ich meine Taste drücke, fängt sie an, nach oben zu springen und fällt dann wieder runter. So, aber sieht schon mal sehr physikalisch korrekt aus. Also mal abgesehen davon, dass sie unendlich oft nach oben springen kann. Das ist fast physikalisch korrekt, würde ich mal so behaupten. Aber es sieht nicht schlecht aus. Vielleicht geben wir noch ein bisschen mehr Masse. Ich sagte ja, 10 Kilogramm für ein Skelett ist vielleicht ein bisschen wenig. Deswegen setzen wir hier oben mal die Density auf, sagen wir 100, na okay, 100 ist ein bisschen zu viel. Sagen wir 50, das ist ja nur ein Skelett, ne? Und spielen dann einfach nochmal. So, ja, hat sich nicht viel geändert, nur dass das Skelett jetzt ein bisschen schneller fällt und ein bisschen langsamer nach oben geht. Einfach mal ausprobieren, was so für euch gerade passt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was ich euch zeigen wollte. Also somit könnt ihr irgendwie ein bisschen Druck angeben, wie viel da passieren soll. Sollte eigentlich übrigens nur beim Fallen der Fall sein hier. Wenn ihr euch normal bewegen wollt, solltet ihr immer noch diese erste Methode, die ich euch schon gezeigt habe, benutzen. Okay, jetzt wollen wir noch so einen Spezial-Move machen. Und zwar, nein, nicht bei Enter. Wir sagen hier if keycode gleich, was haben wir denn noch übrig? Keys.AltRight. Okay, AltRight ist okay. Damit kann ich leben. Falls das der Fall ist, dann wollen wir, dass sich unsere Figur dreht. So richtig, hui! Okay. Das machen wir, indem wir sagen Body.set Angular Velocity und dann geben wir hier zum Beispiel 5 an. Minus 5 wäre einfach in die andere Richtung, 5 ist in die Richtung nach rechts. So, schauen wir uns mal an. Wenn ich jetzt hier rechte Alt-Taste drücke, nach links ist es.
Ich muss es gerade mal wieder zu euch nach oben befördern. Dann dreht sich unser liebes kleines Skelett ganz wild um sich rum. Aber irgendwie kann es auch noch attackieren und es fällt dann noch irgendwann wieder runter, während es sich dreht. Ja, wenn ich das mehrmals mache, passiert nichts. Das heißt, ihr solltet hier, wenn ihr es mehrmals drückt, vielleicht sowas einbauen, wie es vergrößert diesen Wert hier drin. Ja, kann man natürlich alles machen, wie man es gerade braucht. Okay, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die ihr noch so zur Physik gerade wissen solltet. Und ja, mal schauen, was wir nächstes Mal machen. Ich hoffe, das war's. Das hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.